Ich bin ein Mülleimer. Ich repariere ja schon alles hier. Ich mach doch alles ganz. Herzlich willkommen zu Hause. Was? Ich bin zu Hause und wie sehe ich denn aus? Was? Wie siehst du aus, Sohnemann? Du bist bei uns in der Familie, ganz logisch. Ja, ist das denn ein Problem, dass du bei uns in der Familie bist? Komm, Bruder, stell dich zu mir als Mülltonne. Oh nein, ich bin in der Müllfamilie. Oh Mann. Aber erstmal, hey Freunde, na, schön, dass du eingeschaltet hast. Und wenn du jetzt einmal hier bist, lass gerne meinen Daumen nach oben da. Würde mich super doppelt freuen, Freunde. Vergesst nicht kostenlos zu abonnieren, um keine neuen Familienvideos mehr wie dieses hier zu verpassen. Waldemar, das schmeckt aber gut. Oh Mann, mein Vater, der ist auch echt komisch drauf. Hör auf, mir meinen Müll wegzuessen. Das ist meiner. Und die Ratten da drin gehören auch mir. Ja, tut mir leid. Aber ich muss mehr essen. Aber nun gut, ich muss jetzt noch ein bisschen Rasen mähen. Warte mal, was? Mein Vater will Rasen mähen? Was willst du denn mähen? Hey, warte doch mal. Hey, Sohnemann, du kannst mir gerne helfen. Guck mal, hier hinten ist der Rasenmäher und nun mähen wir unseren Rasen. So, wir fangen doch mal an. Warte mal, du mähst den Pool. Was machst du denn dort? Der Pool muss auch mal sauber werden. So, weiter geht es. Warte mal, alter Freunde. Was ist das denn für ein Noob? Oh mein Gott, der mäht echt den Pool. Ach, Mann, Freunde. Alter, in dieser Noob-Familie möchte ich eigentlich überhaupt nicht leben. Und guckt euch mal meine Augen an, von meiner Mutter die Augen an. Und sogar mein Bruder, der hat auch richtig die heftigen, komischen Augen. Oh Mann, ey. Was meinst du denn mit komischen Augen? Wir sind doch ganz normal. Ja, ich weiß ja nicht, ob wir ganz normal sind. Also irgendwie kommt mir das alles schon ein bisschen spanisch vor. Ja, wir sind unterwegs. Alles klar. Warte mal, mein Vater hat einen Anruf bekommen. Was ist denn nun? Sohnemann, wir haben einen Auftrag zu erledigen. Heute hat der Bürgermeister höchstpersönlich angerufen und wir sollen die Stadt reinigen. Juhu! Das bedeutet, es gibt neues Müllessen? Oh mein Gott, ja, ich freue mich! Ja, ich weiß ja nicht. Alter, hier geht auf jeden Fall einiges falsch, aber okay, was müssen wir denn nun tun? Ganz einfach. Wir müssen uns in unserem Müllauto setzen. Kommt alle mit, meine Kinder. Oh mein Gott, warte mal. Wo rennt denn mein Vater hin? Ich renne auf jeden Fall mal hinterher. Und oh mein Gott, was? Wir haben ja drei so einen krassen Müllwagen? Guckt euch das mal an, Freunde. Hier sind einfach drei große Müllautos. Ich würde lieber aus dem Weg gehen, kleiner Sohnemann. Sonst überfahre ich dich noch. Achtung! Wow! Alter, du hättest mich fast überfahren, Papa. Oh mein Gott, es ist schon schlimm genug, ihn Papa zu nennen. Okay, wir teilen uns dann auf. Deine Mutter und dein Bruder in einem Auto und wir beide. Ja, tschüss, Mama. Tschüss, Bruder. Und ich muss jetzt mit meinem Noob-Vater hier um die Ecken ziehen. Und guckt euch mal meine Gesichter an. Oh mein Gott, mein Gesicht sieht sowas von schlimm aus. Dort hinten wohnen wir und das hätten wir gar nicht mit Autofahren brauchen. Das ist ja echt, ja, sehr nah dran, ne? Oh, hallo. Schönen guten Tag. Die Müllmänner sind da. Ja, die Müllmänner. Ja, hier, bitteschön, der Müll. Ja, der Müll. Alles in Ordnung bei Ihnen? Der Müll. Warte mal, Papa. Was? Hast du dich verliebt oder was? Oh, oh, oh. Wir müssen weiter. Es tut mir leid. Tschüss. Danke für den Müll. Oh mein Gott. Warte mal. Hat sich da gerade mein Vater etwa verliebt oder was? Alter. Mann, was war das denn gerade? Aber nun gut. Komm, wir fahren auf jeden Fall gleich zum nächsten Haus. Dort oben ist es schon. Hier haben wir dann auch gleich zwei Häuser, Freunde, die wir auf jeden Fall gleich mit einmal abfrühstücken werden. So, wen hätten wir denn hier? Hallöchen, Ding Dong. Ist jemand zu Hause? Ja, Mann, da seid ihr ja endlich. Es wurde echt mal Zeit, dass ihr kommt. Ja, es tut mir leid. Mein Vater hat in den letzten Tagen einige Komplikationen. Ach, unser Auto springt nicht mehr an. Na, ist mir auch egal. Ihr wart jetzt die letzten drei Monate nicht mehr da. Es wird auf jeden Fall nicht nochmal vorkommen, okay? Alles klar, Boss. Wir werden Ihren Müll mitnehmen. Ja, hier, bitteschön. Okay, super, dankeschön. Oh mein Gott, mein Vater war drei Monate nicht mehr in den Müll abholen. Oh Mann, okay, wir fahren auf jeden Fall weiter. Wo geht es jetzt hin? Ja, hier gleich gegenüber hätten wir wahrscheinlich noch einen. Und oh mein Gott, wer ist das denn? Schönen guten Tag. Ich hätte einen größeren Müllfall. Meinen Sie etwa einen riesigen Container? Ja, nicht ganz. Und zwar dieses Auto hinter mir. Den habe ich jetzt schon zwei Monate und das ist schon so gut wie Müll für mich.
Warten Sie mal, Sie haben sich ein Auto gekauft, haben es gerade mal 2 Monate und sagen, es ist schon Müll? Ja, 2 Monate alt ist doch Müll, oder nicht? Was? Wir sollen das jetzt mitnehmen, oder was? Ja, hä? Ja. Okay, dann nehmen wir das auf jeden Fall mit, Freunde. Wie reich muss man denn sein, dass man einen Sportwagen nach 2 Monaten wegschmeißt? Oh mein Gott, aber vielen Dank, tschüss. Oh mein Gott, Freunde, das war aber auf jeden Fall richtig cool hier in der Müllfamilie. Aber wir werden jetzt noch eine andere Familie kennenlernen und ich bin sowas von gespannt. Waschi, waschi, waschi. Autowaschen. Heute gibt es die große Rabattaktion. Kommen Sie alle zur Autowäsche. Und war das gut, Papa? Ja, Sohnemann. Und nun hoffen wir, dass natürlich ganz, ganz viele Gäste kommen werden. Die sich ihr Auto waschen. Oh yeah, Freunde. Denn jetzt sind wir in der Waschanlagen oder Wäscherei oder wie man es auch immer nennen soll. Wir sind nämlich bei der Autowäsche und wir werden heute die Autos waschen. Meine Mom ist schon fleißig hier am Taxi waschen, also an der Vorspülung. Mein kleiner Bruder verkauft hier zum Beispiel die ganzen Tickets und so. Und hier mein Vater bedient die ganze Wäsche. Also hier, wenn ein Auto reinfährt, dann aktiviert das Ganze schnell wieder raus, bevor er noch das aktiviert. Und wir warten auf die ersten Kunden. Und ich zum Beispiel darf hier so diese Luxusautos auf jeden Fall sauber machen von innen. Ihr seht es, ich soll hier noch ein bisschen Staub saugen und so. Aber das machen wir auf jeden Fall noch. Erstmal warten wir auf die ersten Kunden, Freunde. Die müssten auf jeden Fall bald kommen. So, die Vorwäsche ist fertig. Okay, Mama, dann werde ich mal vorsichtig das Taxi reinfahren. So, schön vorsichtig, damit unser Vater die Wäsche aktivieren kann. So, jetzt rausspringen und Papa, du kannst die Wäsche aktivieren. Achtung, es geht los. Und, oh mein Gott, seht ihr das, Freunde? Jetzt ist die Wäsche aktiviert und jetzt wird das Auto komplett sauber gemacht. Kommen Sie alle her zur Autowäscherei. Und warte mal, da ist schon der erste oder die erste Kundin gekommen. Hallöchen. Hallöchen, ich habe gehört, hier soll es wohl den besten Service in der Brookhaven-Stadt geben für eine Autowäsche. Aber selbstverständlich, gehen Sie am besten direkt mal zu meinem Bruder, der verkauft ihr ein Ticket. Schönen guten Tag, junge Dame. Was wünschen Sie? Möchten Sie das Basispaket, das Spezialpaket oder das Ultrapaket? Ich hätte gerne das Premium-Paket, das mittlere. Alles klar, Vorspülung und danach Autowäsche. Aber ohne Innenreinigung. Aber das sollte ja kein Problem sein. Nein, 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 junge Dame, Sie brauchen das nicht selber fahren. Das ist natürlich im Preis mit inbegriffen. Wir fahren jetzt zu meiner Mama, die dann wieder das Auto von außen sauber machen wird in der Zeit. Und das Taxi ist fertig. Das heißt, wir können das Taxi jetzt hier rausfahren und stellen es hier hinten wieder hin. Denn der Kunde kann das Taxi wieder abholen. Es ist nämlich komplett sauber jetzt. So, wir müssen aber wie gesagt nur noch auf die nächsten Kunden warten. Und unsere Autowäsche funktioniert super gut. Und schau mal, da ist der nächste schon da. Moin, moin, ich bin der Pizzabote und bin ein bisschen durch Schlamm gefahren. Es wird Zeit, dass mein Motorrad wieder sauber wird. Aber klar, was wünschen Sie sich denn für ein Paket? Das normale Paket, weil Innenausstattung habe ich ja nicht viel. Das stimmt allerdings. Dann nehmen Sie sich einen Kaffee oder so. Oha, hier ist gleich noch so ein dickes Auto gekommen. So, ich muss mich beeilen. So, Mama, ist das Auto hier fertig? Ja, ihr könnt direkt das Motorrad hier hinstellen. Oh mein Gott, jetzt wird es echt ein bisschen stressig, Freunde. Lasst aber auf jeden Fall meinen Daumen nach oben da, wenn ihr gerne mehr solch coolen Familienvideos sehen wollt. So, Papa, du kannst die Wäsche aktivieren. Und hier ist das Auto fertig. Und jetzt macht meine Mama direkt das nächste Auto sauber. Und was wünschen Sie sich? Hey, ich wünsche mir die beste Wäsche, die Sie haben, die Ultrawäsche. Ey, aber selbstverständlich, das bekommen Sie. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Show. Aber sollte da auch nur ein Kratzer reinkommen, dann zerreiße ich euch eure quadratischen Köpfe. Oh Mann, der ist echt ein bisschen mies gelaunt. So, das blaue Auto müsste auch gleich fertig sein, Freunde. Und ja, meine Mama ist noch dabei und ich fange mal vorsichtig an. Und ich werde es jetzt erstmal ein bisschen einpinseln. Pass bloß auf, Kleiner. Ja, ich mache meinen Job nicht erst seit, oh, doch, ich mache den erst seit heute. Aber wir müssen hier so ein bisschen einpinseln, einschamponieren. Und dann sollte das auf jeden Fall gleich schön in die Vorspülung gehen. Und dann natürlich noch in die Wäsche. Und ein bisschen insaugen müssen wir natürlich auch noch, Freunde. Das machen wir natürlich auch noch so. Die ganzen Matten weg und alles wird hier schön sauber drinne. Das ist natürlich unser Job. So, und jetzt vorsichtig zur Vorspülung fahren. Da ist dieses Motorrad drinne. Und jetzt bitte den weißen. Aber Mama, du musst aufpassen, ja? Der ist ein bisschen penibel. Alles klar, schau mal. Ich mache alles schön drumherum mit Schaum voll. Ah, das sieht super aus. Sie haben ein bisschen
was ins Gesicht gespritzt. Oh, das tut uns leid. Ja, Sie müssen auf jeden Fall ein bisschen mehr Abstand machen. Und ja, das ist fertig geworden. So, jetzt heißt es nur noch das Weiße fertig machen. Und dann ist heute unser Arbeitstag schon fertig, Freunde. Alles klar, vielen Dank. Ich bin zufrieden. Tschüss. Jo, tschüssi. Und Sie können auch losmachen mit den Roller. Tschüssi. So, und jetzt nur noch mit dem Weißen hier rein. Zack, wir fahren mal mit dem krassen Auto rein. Bloß keinen Kratzer in den Lack machen. Das wäre ganz und gar nicht gut. Und dann sind wir tatsächlich auch fertig, Freunde. Aktivieren und los geht der Spaß. Naja, das habt ihr echt gut gemacht, muss ich tatsächlich sagen. Er will zwar nicht zugeben, aber er hat es leicht zugegeben, dass wir wirklich einen guten Job gemacht haben. Vielen Dank. So, und jede Sekunde sollte es fertig sein, dann kann ich es rausholen und Ihnen wiedergeben. Fertig, bitteschön, Ihr Auto. Wir fahren es direkt mal hier natürlich raus. Boah, schön vorsichtig sein. Und damit ist unser Arbeitstag beendet, Freunde. Yeah! Aber Freunde, was sagt ihr? Welche Familie hat euch heute besser gefallen? Die Müllmann-Familie oder die Waschanlage-Familie? Würde mich echt, echt dolle freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Und lasst jetzt noch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren, um keine neuen coolen Videos wie dieses mehr zu verpassen. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.